könne die Ehe eigentlich auch sehr vergnüglich sein. Ich weiß nicht, haben wir glückliche Paare im Saal? Ja? Dann sind sie bestimmt nicht zusammengezogen. Weil das ist schwierig, weil Frauen haben ja nun mal die Leidenschaft, jeden Lebensraum sofort zur Handtasche zu machen. Stopfen alles mit Krempel voll, ne? Stellen Pflanzen auf, in der Wohnung. Da regnet es doch gar nicht, ist doch klar, dass sie verrecken. Dann hängen sie Tücher vor die Fenster, sogenannte Gardinen. Und danach zünden sie dann Kerzen an, damit es wieder hell wird. Und diesen Zustand drangvoller Düsternis nennen sie dann gemütlich. Ja, aber kaum hat man sich dran gewöhnt, ziehen sie wieder aus. Und dann wird es ungemütlich. Dann muss man selber wieder raus, auf die Piste oder in die alte Stammkneipe, falls es sie überhaupt noch gibt. Ich weiß nicht, Sarah, wie ist es bei Ihnen? Sind Sie glücklich? Ja? Ja? Dann lernen Sie den Rest schon noch kennen. Weil Glück ist ohne Unglück gar nicht denkbar. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Also ich habe durchaus auch glückliche Tage erlebt. Ja. Wenn ich nur an den Beginn meiner letzten Ehe denke, ne? Mann, haben wir gekuschelt und ständig süße Sachen in die Ohren gesäuselt. Ich weiß noch, eines Nachts flüsterte sie mir ins Ohr, du Janni, ich muss dir etwas gestehen, ich bin sehr oft grundlos eifersüchtig. Dann habe ich gesagt, hey Schatz, mach dir überhaupt keine Sorgen, wegen mir wirst du nie grundlos eifersüchtig sein müssen. Ja. Ja, ich fand's auch lustig. Aber sie nicht so. Nee, in solchen Sachen verstand sie überhaupt keinen Spaß. Das habe ich aber erst später verstanden. Dabei war sie im Prinzip absolut harmoniesüchtig, wenn es um andere ging. Und deshalb habe ich sie dann auch versucht zu beruhigen, habe gesagt, hey Schatz, hey komm, mach dir keine Sorgen, ich weiß, wovon ich rede. Aber eine Trennung hat auch sein Gutes. Ohne Scheidung hätten noch viele Frauen gar kein Einkommen. Richtig aufgemuntert hat sie das nicht. Stattdessen hat sie mich gefragt, ja Janni, sag mal, wie ist denn das? Was liebst du an mir eigentlich mehr, meinen wunderbaren Körper oder meine überragende Intelligenz? Wahrscheinlich eher deinen Sinn für Humor. Aber das war gar nicht so ihr Humor. Und deshalb haben wir uns dann getrennt, also besser sie, ne? Na gut, was ist jetzt? Na gut, ich sag mal so, so richtig wirklich allein bin ich ja nicht. Ich habe neulich nämlich Silvi kennengelernt. Silvi, ja. War gerade im Park unterwegs mit meiner Hundeleine, lief über den Rasen und rief, Trotzki, 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 wo bist du, Trotzki? Trotzki ist ein Husky mit stahlblauen Augen. Ein wunderschönes Tier. Aber er kam nicht. Ist ja auch kein Wunder, weil der lebt ja in Neufundland. Ich habe gar keinen Hund, nur eine Leine. Aber das reicht schon zum Anfüttern. Ja. Ja, jedenfalls stand ich da so ganz traurig dann, ne? Alleine mit der Leine, aber ohne Hund. Und dann kam Silvi und hat mich getröstet. Ne? Ja, und als Dank dafür habe ich sie dann zum Essen eingeladen. Und das war irgendwie auch ganz schön so, ne? Aber leider hatte Silvi schon einen Hund. Swiffer, ihr Golden Retriever. Ein Schutz-, Wach- und Schoßhund. Da war ich dann eine Töle zu viel. Schade. Ja. Früher wäre mir das nicht passiert. Nee. Früher sind mir die Frauenherzen einfach so zugeflogen. Heute brauche ich dafür eine Leine. Aber warum? Ich meine, schauen Sie mich doch mal an. Ne? Denken Sie einfach mal meine Augenringe weg und meine Wampe, dann würden Sie doch auch sagen, toller Kerl, oder? Hallo? Ja. Sehen die Frauen das nicht? Sind die blind? Oder ist das zu viel verlangt an kognitiver Transferleistung? Ich gebe ja zu, ich bin heute nicht mehr so. Ne? Aber früher wurde der Mann auch wegen seines Geistes geliebt oder wegen seiner Kohle. Das würde mir völlig reichen. Und so sehr habe ich mich doch gar nicht verändert. Gut, mein Ständer. Mein Wäscheständer. Früher konnte ich auf ihm problemlos zwei T-Shirts nebeneinander aufhängen. Heute passt neben ein T-Shirt immer nur noch ein halbes Paar Socken. Das muss an diesen scheiß T-Shirts liegen. Das Stretch ist ja klar, dass sich das zieht. Wenn ich dagegen an meine Ex-Frau denke, die hat immer schon gejammert, wenn sie ein halbes Pfund zugenommen hat.
Aber ich gesagt, hey, dann lass doch mal die Schminke weg, dann hast du ein altes Gewicht wieder. Ja. Bei mir bringt das nichts, ich hab's probiert. Dabei heißt es immer, Männer altern nicht, sie reifen. Aber ich glaube, das ist Quatsch, legen Sie mal eine Avocado auf die Fensterbank. Ja, die ersten 2 Wochen reift ihr auch, aber dann kommen die Fruchtfliegen. Aber noch entwürdigender in meinem Alter sind diese Nasenhaartrimmer. Das kennen Sie nicht? Dann sind Sie vielleicht doch noch zu jung für dieses Programm. Nasenhaartrimmer. Das ist wie Biene Maya im Nasenloch. Das Kitzeln, Prickeln, da kann sich Alter gar nicht anfühlen. Sie lachen, aber ich kenne Männer, denen wachsen aus Nase und Ohren mehr Haare als auf dem Kopf. Und dann auch noch diese Zipperlein, Rücken, Stützstrümpfe im Flugzeug. Womöglich fliegen sie noch in die Sonne, Stützstrümpfe zu Shorts, das sieht scheiße aus.